Kommt der jetzt? Ja. Ich glaube, er kommt. Ab in die Hecke? Ja. Ich passe nicht in die Hecke, ich bin zu fett. Nein. Klein Angel möchte bitte aus dem Labyrinth abgeholt werden. Hallo, ja, wo bist du denn? Was, wie du hier durchsprintest? Klar, ich habe Eier. Hier ist so eine komische Säule gewesen. Monty, bist du noch da? Tach. Danke dir für das Sub. Grüße dich. Oh Gott, jetzt ist aber das Skelett hier. Ich glaube, es will mich. Bei mir ist auch voll laut jetzt gerade Musik. Hinter mir ist so eine komische, schau mal hier. Ja. Ja, da bin ich auch. Also, das habe ich auch. Müssen wir da irgendwie zusammenarbeiten vielleicht? Das kann gut sein. Aber ist das nicht auch ein Singleplayer? Oh Gott, es hat mich! Oh. Ist das nicht auch ein Singleplayer? Fuck. Oh fuck. Oh Gott. Wo kam's denn her, Mann? Ich hab's nicht gesehen. Sehr gerne, danke schön, Monty. Sehr lieb, danke, danke. Oh Mann. Ja, ich verbitter jetzt hier drinnen, ne? Ich versauere hier. Ja, ich glaube, es gibt nichts mit Koop. Ich glaube, du hast recht. Das muss man auch alleine schaffen, eigentlich. Mein Spieler ist gerade gestorben. Du hast doch 8 Leben. Mal gucken, ob es mich auch noch findet. Ich glaube, es schleicht gleich an mir vorbei. Saib, go! Endspurt! Wie weit bist du denn schon gekommen, Saib, hä, im Spiel? Der hat Schiss. Ich glaube wirklich, dass es zurückgegeben hat. Saib, gib's zu. Du hast es zurückgegeben. Die 3,50 hat er sich zurückgeholt. Ja. Der hat sich's nur geholt, um ein bisschen anzugeben, dass er uns kurz überholt hat und dann hat er Schiss gekriegt und hat's wieder zurückgegeben. Safe. Magst du mal zu mir kommen? Jetzt ist... Oh, immer wenn ich rausgehe, höre ich stöhnen. Diese mit... Was ist das? Achtklässler Humor. Oh Gott. Also es ist definitiv jetzt bei mir. Es kommt von links, glaube ich. Ich glaube, in der Mitte ist gerade wieder der Schweinemann. Wenn du jetzt übrigens nochmal sagst, kannst du mal zu mir kommen, dann kriege ich hier einen Rappel. Ich würde gerne, aber ich weiß es nicht. Du warst doch gerade tot, oder? Das heißt, du warst wieder im Startgebiet. Genau, jetzt bin ich wieder zu den Jetzt bin ich wieder durchgelaufen. Genau, jetzt du läufst wieder dahinter? In diesem. Genau. Ja. Hä? Nee, wo bist du denn? Oder, hä? Wo bist du denn? Ich weiß nicht, wo du bist. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Oh, fein. Jetzt hier raus. Zwei noch. Ich wusste es, Saib, dass du kalte Füße bekommen hast. Guck mal, das kann ich anlabern hier. Ah, muss ich das einstellen? Okay. Warte mal, das waren doch hier 3 Dinger. Ah ja. Vielleicht auch nicht. Aber für welches? Vielleicht diese Säulen oder so? Ach so, hä? So, das eine hat nur... Ich finde keine Worte. Was findest du nicht? Ich finde mein Leben ganz toll. Oh, kann der sich jetzt mal bitte verpinkeln? Sag mal, hockst du da immer noch? Komm, ja, weil raus, jedes Mal, wenn ich rausgehe, höre ich ihn. Und jetzt höre ich ihn auch. Ist auch egal. Nee, ist es nicht. Risiko ist gleich Belohnung. Komm. Oh, guck mal hier über... Oh, okay, nee. Hm. Oh, ich glaube, ich bin hier in dem Bereich, wo wir noch nicht waren. Warte mal, ich glaube, ich habe was gefunden. Davor habe ich auch ewig gewartet. Und als ich dann gegangen bin, bin ich ihm in offene Arme gelaufen. Er ist ein Gang weiter. Nein, ich will nicht. Also ich bin jetzt hier in so einem komischen Kellergewölbe, wo hier auch nochmal so ein Mini-Labyrinth ist und hier überall Skelette patrouillieren. Warst du da schon? Ich will ja nicht laufen, Katakomben. Ich will ja da das Ding einstellen. Wo war ich? Nee, da war ich noch nicht, wo du bist. Sagt mir gar nichts. Werde nie vergessen, wie ich bei bestimmten Personen mitgefahren bin. Hier links, B.
Baby regt rechts ab. A ist zufrieden. Wie gut. Du meinst mit A schon an wahrscheinlich, oder? Ich bin so oft gestorben, Fabi. Laber nicht. Die Anja ist viel öfter gestorben als ich. Ich bin hier ein richtiger Pro in dem Game. Oh nee, Leute, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Digi, komm jetzt mal raus da aus deinem Loch. Wirklich. Ich muss ich jetzt hier das ganze Level alleine durchzocken, oder was? Ich würde ja gerne dieses Rätsel lösen. Ich würde es ja wirklich gerne einstellen, aber jedes Mal kommt hier irgendein Viech. Jetzt ist ruhig. Okay, ich geh jetzt raus. Also. Okay. Komisches Dreieck nach oben und dann Schmetterling. Komisches Dreieck nach oben. War das jetzt hier richtig? Ich bin lost. Dreieck nach oben. Dies ist es nicht. Ich blick's nicht. Da war's! Verdammt. Hast du? Nee. Jetzt so. Mann, ich peile halt nicht, ob ich hier schon war oder ob ich da herkam. Das ist. Es oben. Und komische Dreiecken links und rechts. Ich hätte einfach weiterdrehen können, ich Vollhorst. Du musst Anonymitäten wahren, Monty. Okay, na gut, das verstehe ich. Aber du kannst es mir ja per WhatsApp schnell schreiben, ne? Moment. Es ist eingestellt und jetzt? Ich hab's doch eingestellt. Warum passiert jetzt nichts? Hat sich irgendwas getan? Nein. Aber ich hab's eingestellt. Dann war es wahrscheinlich nicht richtig, ha? Huh? Doch, es ist richtig. Bei euch ist es sogar schon genau morgen. Das da eingestellt. Das, was man einstellen sollte. Hab ich getan. Bin zu fett. Monty, hör auf mit diesem Heute-Morgen-Ding. Da ist so viele Wetten schon verloren gegangen. Aber irgendwas muss ich da tun. Irgendein Gitter aufgehen oder so. Nice. Ich war's nicht. Nicht? Nee. Ich bin jetzt hier auch in so einem Rätselraum. Das ist ein Schlüssel. Fuck, hier muss ich die Schlüssel einsetzen. Ziehe drei Hebel, füge fünf Schlüssel ein. Ich geh mich wieder verstecken. Ich dachte, jetzt kommt vergraben. Das ist dein Lieblingssaal, hä? Das hast du halt schon mal gesagt. Also ist jetzt was passiert? Ziehe drei Hebel. Ich hab gehört, du ziehst jetzt drei Hebel. Ich? Mhm. Keine Ahnung, ne? Also ich habe schon ein paar Schlüssel gefunden. Ah doch, Moment, hier ist ein Hebel, ja. Drei Hebel sollst du ziehen. Klingt wie ein Gedicht. Das ist das dritte Mal, dass ich hier unten war und den Hebel gezogen habe, nur damit das letzte Tor vor meiner Nase zufällt. Es dauert ewig, sich an diesen Dingen vorbeizuschleichen. Es muss einen leichteren Weg geben. Warte, ich ziehe Hebel. Hier ist so eine Sanduhr, jetzt hat sich umgedreht. Ja, du hast doch irgendwas vorgelesen, von wegen es dauert ewig. Hm. Monty, danke dir fürs Vorbeischauen. Gute Nacht, schlaf gut. Bis bald. Anja, möchtest du dich auch noch von Monty verabschieden? Tschüss, Monty. Sie hat gerade Schiss, ich übernehme das. Aus ihrer Sicht auch. Ciao, Monty. Schönes Leben noch. Viel Spaß in Spanien. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Schlafe gut. Grüß mir die Familie. Liebe Grüße an alle. Ich bin so lost, wenn ich wüsste, was ich hier tun muss, wenigstens. Wo bin ich?
Bist du Exo? Wo bist du denn? Ich glaube, du bist nicht weit weg von mir tatsächlich. Tatsächlich. Warte mal, ich komme mal zurück. Hast du dich jetzt echt selber gesperrt, Saib? Ich glaube, Marv hat ihn gesperrt, oder? Ja. Ja, aber weil sie es, glaube ich, Katakomben gewünscht hat. Ach so. Also ich bin jetzt in unten. Dem... Ich glaube, ich bin jetzt in dem Bereich, wo du gerade warst. Aber das Problem ist, wenn wir uns halt finden, dann hilft uns das auch nicht weiter, weil ich hier auch nicht weiterkomme. Ach doch, ich finde das ganz toll. Wo bist du denn? Ich bin jetzt auch wieder in dem Bereich. Ist das das, wo diese Gitter sind? Ja, genau. Ja. Da müsste ich eigentlich auch sein. Aber wo? Wahrscheinlich am anderen Ende. Warte toll. Mal, ich versuche mal. Siehst du meine... Ah, ich sehe dich. Hinter dir? Siehst du mich hier? Oh, da. Das erste in meinem Leben, dass ich froh bin, dich zu sehen. Viel Spaß. Lager mal, was geht? Kleiner Arsch. Nein, damals beim Pilgern habe ich mich auch sehr gefreut, als du... Ach so, damals beim Pilgern, aha. Jetzt muss ich hier nochmal durch die Mitte, Mann. Da rennt doch irgendwo ein Skelett rum. Ich sterb gleich vor deinen Augen. Dann würde ich lachen. Ich nicht. Wo ist denn das? Das ist doch hier rumgelaufen. Mann, wie komme ich denn jetzt zu dir? Och, Mann. Ich hasse Labyrinthe. Da muss man sich immer erst ganz weit vom eigentlichen Ziel entfernen, damit man... Du bist im richtigen Spiel, wenn du Labyrinthe nicht magst. Zelda sind die Hallo. Auch ganz schlimm. Du bist so nah und doch so fern. Ja, keine Hände, keine Kekse. Was ist denn dieses Kack-Skelett? Oh Gott, da bist du. Hi, schön dich zu sehen. Wo geht's hier raus? Hallo. Komm, einmal Bauchklatscher, das muss sein jetzt hier. Okay, okay. Sehr gut. Gut, dass wir nicht programmiert sind. Oh Mann. Ich habe nur schlechte Nachrichten, so viel bringt es hier nicht. Was? Wenn man da jetzt hätte drüber springen können. Nee. Was für lustig gewesen. So, freut uns, Katakomben. Schön, wenn ihr Spaß habt. Wir haben keinen. Ja, ich habe schon Spaß. Du bist hier wie so ein aufgeschrecktes Hühnchen. Ich, die ganze Zeit war kein Gegner weit und breit. Ach dir. Aber ich bin auch froh, dich zu sehen, natürlich, ne? Mhm. Ich lauf mal rückwärts. Mhm. Okay, also hier ist so ein. Hier sind 10 Schlüssel, die man einsetzen kann. Ne? Aber man soll nur 5 einsetzen. Also es reichen auch 5, hat er einige. Wir haben auch nur 5 gefunden. Ne, wir haben. Ah doch, wir hatten 5? Ja, sonst wäre es nicht durchgestrichen. Du hast doch einen auf die andere Seite eingesetzt. Finde ich super. Ich habe halt da eingesetzt, wo es ging. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet. Man kann die auch nicht mehr rausnehmen oder so. Nee. Dann haben wir wohl einen falschen gefunden. Wir müssen einen finden, der halt wahrscheinlich hier noch reinpasst. Nee, das war schon richtig. Wenn es durchgestrichen ist, jetzt müssen wir dir halt die ja, Hebel aber... drücken, wie du... Ach so, okay. Ja, stimmt, es ist durchgestrichen. Also den Hebel habe ich gerade gedrückt gehabt, ne? Jetzt hat er sich wieder resettet, allerdings. Und zwar nur damit das letzte Tor von meiner Nase. Es dauert ewig, sich in diesen Dingen vorbeizuschleichen. Es muss einen leichteren Weg geben. Bist du bereit? Ja. Du sollst loslaufen! Ich dachte, wir warten hier aufeinander. Aber das Problem ist halt, wie willst du jetzt hier in dem Labyrinth die 2 Hebel finden, auch noch unter Zeitdruck? Das ist doch nicht zu schaffen eigentlich.
Hier kommt jetzt die erste Kreuzung. Ich habe wirklich... Gut, dann gehst du in die andere Richtung und ich gehe... Ich glaube, rechts war ich vorher. Geh du mal links hier und okay. Ich gehe geradeaus. Ist die nächste Kreuzung. Ja, bei mir auch. Nee, doch nicht. Ist keine Kreuzung. Ich habe hier Licht. Ich habe hier... Oh, ich bin wieder im Eingangsbereich. Oh, muss man vielleicht dahinter? Vielleicht irgendwie dem Licht folgen oder so? Da wollte ich eigentlich nicht hin. Doch. Eigentlich muss am man Anfang war Symbol doch auch nach. Noch eine Tür, ganz am Ende von diesem Gang. Ich habe noch einen Schlüssel gefunden, aber der wurde nicht angezeigt. Mhm, ich habe ein Skelett gefunden. Schade, ich kann nicht nachgucken. Oh Gott! Oh. Da kommt, meine Fresse! Da kommt ein Skelett. Nee, nicht ins Licht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Feeling, dass man dem Licht folgen muss, aber ich habe wirklich keine Idee. Ich weiß nicht, wo man diesen Hebel finden soll. Oh Gott, hier ist der Typ. Der Schweinemann. Der Schweinemann? Scheiße. Ich glaube schon. Oh cool, hi! Wie schaffen wir denn das dort? Mann, dieser Bereich ist endlos und wir treffen uns immer irgendwo. Ich glaube, so wird es nichts. Ich glaube, wir brauchen irgendeinen Plan. Gott, da kommt mal so eine Hilfestellung für uns. Der Typ! Er will mich! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Jump! Ich lebe noch. Oh, ich habe ein neues Rätsel. Ja, mach mal bitte. Das ist Memory, da drin bin ich nicht gut. Das ist die Sonne. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Verdammt. Alles gut, ich glaube den Hebel... Dieses Spiel macht mich fertig. Was? Dann gehen alle wieder zu? Willst du mich verarschen? Wer soll sich das denn merken? Nein! Hilfe! Gott! Ich glaube, ich bin tot. Da ist zu. Ich bin down. Tschüss! Ah. Ihr findet immer wieder Türen. Das ist eigentlich ganz gut Zeit, oder? Aber ich bin trotzdem tot. Warte, ich bin gleich bei dir. Bleib einfach stehen, ich bin gleich da. Dass du gleich da bist, weil du stirbst, ist nicht die richtige Lösung, ne? Du musst es schaffen. Hä? Ach so. Ist die Zeit für den Hebel wieder um. Mit diesen Dingern da, wo du gerade bist, haben wir ja auch noch nichts gemacht, ne? Mit diesen Säulen. Ich weiß schon, was man mit denen machen soll, aber das kann sich doch keiner merken. Oh Gott. Ist das dieses Memory-Ding oder was? Nee, das kann man an den Säulen einstellen, wo ich vorhin war. Ja, okay. Wahrscheinlich müssen wir das halt vorher noch schaffen. Ja, oder das Memory-Ding. Oh Gott. Bin ich von hier gekommen? Ich weiß es nicht. Findest du nochmal zurück zu dem Memory-Ding? Nein! Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt bin. War ich hier gerade? Hab ich das gerade fotografiert? Ich weiß nicht, fotografiert das nochmal. Nee, ich glaube nicht, das ist was anderes. Oh Gott. Die Jumbo ist oder war live? Die Nachbarn stehen schon im Bett, meinst du, Marv? Das glaube ich auch. Ich habe zwar wieder nur halb gehört, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich glaube, ich sollte den endlich mal mitteilen, dass ich streame. Ich glaube, das würde viele Fragen beantworten.
Meinst du wirklich, dass die das hören? Mhm. Aber gesagt haben sie noch nichts, oder? Mhm. Okay. Ich meine, gut, um 1 Uhr, wenn du da hier einen Angstschrei loslässt, kann es natürlich schon sein, dass sie aufwachen, ne? Klar. Ach, war das laut? Was war denn jetzt laut? Heilige Scheiße, dieses Schwein stand gerade direkt vor mir. Dieses Schwein stand gerade...